Hallo und herzlich willkommen hier bei Pike 1988 zu einem weiteren besten Games aller Zeiten Stream. Und heute haben wir wieder Persona 4 Golden. Jaha. Ich habe ein bisschen an meinem Mikro rumgeschraubt. Ich hoffe, es hört sich jetzt ein bisschen besser an. Ich kann es natürlich jetzt nicht beurteilen. Dafür bräuchte ich natürlich die Hilfe von anwesenden Leuten, die dann irgendwann vielleicht mal in den Chat auftauchen werden, damit ich weiß, ich habe versucht, so ein bisschen bei mir die Soundqualität ein bisschen zu verbessern. Ich hoffe, das ist mir auch gelungen. Und natürlich, ob es jetzt eventuell lauter ist. Ich habe gestern beim Zelda-Stream gemerkt, dass ich relativ leise war. Es hat mir aber niemand gesagt. Ja. Da kann ich da natürlich auch nichts tun. Also meiner Meinung nach war es zu leise. Oder vielleicht war das Spiel zu laut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn irgendwas ist, einfach sagen. Ja, Hallöchen, Flying Eagle, hört sich gut an. Das freut mich. Jemand, der was sagt, das ist super, natürlich. Dankeschön. So, ich habe ein bisschen offscreen wieder gegrindet. Ich habe jetzt die ganzen Quest-Items gefunden, die ich finden wollte. Und ja, wir sind jetzt alle auf Level 24. Das ist, glaube ich, sehr okay. Eine neue Persona habe ich mir jetzt noch nicht zugelegt. Ich habe immer noch die Ippon Datara, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Und ich bin jetzt bei Kanji kurz vor der nächsten Tür, vor der großen. Das heißt, wir müssten jetzt dann wieder einen Story-Abschnitt bekommen. Wenn es nicht dann sogar das Ende ist von dem Ganzen. Das werden wir jetzt dann sehen. Wie geht's dir denn, Flying Eagle? Vom Aufleveln her, beziehungsweise vom Ding schalten ab, ist eigentlich alles in Ordnung. Da kommen wir eigentlich rein. Ich kann Kanji spüren. Er muss hinter dieser Tür sein. Okay, dann geht's ja los, würde ich mal sagen. Da sind sie! Kanji! Ja, ich. Oh, come now! Enough with the charade! Isn't it awful to deceive people? To deceive yourself? Ach komm schon, genug mit dieser Scharade. Ist es nicht schlimm, dass du diesen Leuten was vormachst? Dir selbst was vormachst? Gut, bisschen müde vom Arbeiten, aber das ist normal. Ja, das ist wirklich What's normal. so bad about doing what I want to do? Was ist so schlimm daran, an dem, was ich tun will? And that has nothing to do with it. Das hat damit nichts zu tun. I'm what you really want, aren't I? Ich bin doch das, was du wirklich willst, oder? Hell no! Hölle, nein! Oh, how I hate girls. Oh, wie ich Mädchen hasse. So arrogant and self-centered. They cry if you get angry, they gossip behind your back, they spread nasty lies. So arrogant und selbstzentriert. Sie weinen, wenn du böse wirst, und sie reden hinter deinem Rücken schlecht über dich, und sie verteilen schlimme Lügen. They look at me like some disgusting thing and say that I'm a weirdo. Sie schauen mich an und sehen irgendein ekelhaftes Ding und sagen, dass ich der Weirdo bin, der komische Laughing at Typ. me all the while. Lachen mich die ganze Zeit aus. So, what a queer. Painting is so not you. But you're a guy. You don't act like a guy. Why aren't you manly? Ja, du bist doch kein Kerl. Warum führst du dich wie ein Kerl What does auf? it mean to be a guy? What does it mean to be manly? Was heißt es denn, ein Junge zu sein? Was heißt es, männlich zu sein? Girls are so scary. Mädchen sind so schrecklich. I ain't scared of 'em. Ich habe keine Angst vor ihnen. Men are much better. Männer sind viel besser. They'd never say those awful, degrading things. Yes, I vastly prefer men. Sie sagen niemals solche schlimmen Sachen. Ja, ich mag lieber Männer. Hell with that. What makes you think you can say that shit with my face? Zur Hölle mit dem. Was glaubst du denn, dass du das sagen kannst mit meinem Gesicht? Why, you're me. And I'm you. You do know that, don't you? Ich bin du und du bist ich. Du weißt, das weißt du doch, oder? No, nuh-uh, no way! Nein, There's niemals! no way in hell that you're me! Du bist nicht ich.
You're me, and there's no denying it. Doch du bist ich, und es macht keinen Sinn, das zu verbergen. Kanji-kun! Everyone, on guard! Achtung, alle auf ihr Post. Was ist das denn schon wieder für ein Ding? Okay. I am a shadow, the true self. Ich bin ein Schatten, das wahre Ich. I'm just being true to myself, and that's why. Ich bin nur wahr zu mir, ich bin nur ehrlich zu mir selbst und deshalb I'll get rid of anything in my way. Werde ich alles, was mir im Weg steht, beiseite räumen. Are these Kanji-kun's true feelings? Sind das Kanji's wahre Gefühle? This isn't really him. It's just his emotions going haywire. Es ist nicht wirklich er, es sind nur seine Emotionen, die amok laufen. This has nothing to do with you guys anymore. Didn't I just say I'm gonna get rid of you? Das hat jetzt nichts mehr mit euch zu tun. Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich euch aus dem Weg schaffen werde? Okay, ich denke mal, ich werde mich erstmal um die beiden Typen kümmern, beziehungsweise einfach mal eine Triple-Attacke machen und schauen. Aha, der eine ist weak dagegen, der andere ist strong dagegen. Das heißt, der wird wahrscheinlich dann gegen Ice eventuell Probleme haben. Das werden wir gleich sehen, wenn ich Bufu bei ihm einsetze. Ja. Okay. Aber du wirst ihn wahrscheinlich nicht kritisch treffen. Ja. Aber es ist gut zu wissen, dass die beiden ausgeschaltet werden können. Das ist halt jetzt die Frage, auf wen ich jetzt gehe. Das wäre wahrscheinlich schon gescheiter, wenn ich erst dann auf die... Vor allen Dingen sind sie dann dizzy, was auch nicht schlecht ist. Aber der ist noch nicht. Der wird auch nicht dizzy. Okay, zwei vergiftet. Scheiße. Ja genau, das wollte ich eigentlich verhindern. Oh, jetzt hilft er dir mal noch auf. Ich glaub's ja nicht. Okay. Machen wir's wieder so. Dann machen wir bei dem wieder Bufu. Nice moves, partner! So. Dann attackieren wir das hier. So, der ist jetzt wieder dizzy. Yosuke's all poisoned. Den krieg ich einfach nicht dizzy, ey. Nee, den krieg ich nicht dizzy. Don't give up, Yosuke! Ice Resistance. Jetzt hat er dem Ice Resistance gegeben. Oh. Okay. Ist nicht so schlimm. Da wohl, ob bei denen wohl Mamudo funktioniert? Schön wär's. Yosuke's all poisoned! Hilft jetzt mal Bufu dann auch nichts mehr? Persona! There! Haha, Counter! Ja, hilft dem immer wieder hoch. Auf der Rampage. Ja. Ja gut. Nicht so schlimm. So, dann machen wir weiter Agiano. Alright, keep it up! Den gucken wir mal normal an. Sehr gut. Dann ist der Erste, der dann fallen wird, hoffentlich. Ich kann den nicht irgendwie wiederbeleben, das wäre scheiße. There!
Sehr gut, wieder ein Counter. Chan's really pissed off. Nein, jetzt habe ich den falsch gemacht. Scheiße! Ach, Mann, das war jetzt dämlich. Chan's really pissed off. Sona. Huh? Is it my turn? Here goes. Das Gute ist, dass die halt in den Enraged zwar nicht mehr gesteuert werden können, aber die machen einen Haufen Schaden dabei. Das finde ich, das ist echt gut. Ah, Yuki-chan's mad as heck! Yosuke's all poisoned! Schon weggesaugt. So. Don't give up, Yosuke! Ja, genau, gerade von der Heilerin, du kleine Mistsau. Sensei, hurry and get rid of that poison! Yikes! This is one tough enemy! Yosuke's all poisoned! Ja gut, da wird halt nur normale Attacken helfen. You're gonna pay, damn it! Wir können zwar einfach mal die Attacken durchgehen, aber. Gut, wenn hier enraged wird, dann sowieso nicht. Wufu habe ich bei dem noch nicht probiert. Chan's really pissed off. Das ist auch noch nicht gemacht. I've already made my decision to go through with this. Get out of my way, or I'll crush you. Ich habe meine Entscheidung schon getroffen, dass ich das durchziehen werde. Also geht aus meinem Weg oder ich werde euch zerstören. Huch, das war jetzt heftig. Mag ich nicht. Chie-chan's really pissed off! Counting on you! Persona! Geht mir endlich aus dem Weg. Was ist falsch daran, so zu agieren, wie ich mich fühle? Oh. Wow, that was intense. Are you all right? Damn it! Who do they think they are? Der Monster-Bodybuilder mit dem Männlichkeitszeichen als Waffe. Richtig! Genau so ist es. Oh.
Scheiße. I'm pissed now. Yuki-chan's mad as heck! I know you all thought I was weird. Deep down, you don't accept me at all. Ich wusste, dass ihr das alles als komisch ansehen würdet, ganz tief in mir drin. Ihr akzeptiert mich alle nicht. Egal was passiert, ich werde nicht verlieren. Yuki-chan's in danger! Help! Someone! Ouch, 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 ouch. Jetzt misst er die Laune. Yuki-chan's health is too low! Fix it! Persona! Oh. Aha! Daneben! Kleine Mistsau, aber gut, du bist jetzt eh gleich tot, also scheiß drauf. Akzeptiert mich, hat er noch geschrien. Have I gotten a little stronger? Also. Verdammt! Kanji-kun! Wait, Yukiko, something's wrong! Warte, Yukiko, etwas ist irgendwie falsch. It's still coming at us! Kanji is still rejecting it! Es ist immer noch stark, Kanji will es immer noch nicht wahrhaben. Well, I can't blame him with this many witnesses. Und ich kann sie ihm nicht verübeln mit diesen ganzen Augenzeugen. Such a passionate approach. Was für ein passionierter Versuch. What? Was? I think that you three would make wonderful boyfriends. Ich glaube, ihr drei, ihr würdet sehr schön gute Freunde abgeben. Stop it! You got it all wrong! Hör auf damit, du verstehst es völlig falsch! Enough! Stop! What the hell are you blabbering about? Genug jetzt! Aufhören! Was zur Hölle laberst du da? I don't care who wrote someone. Anyone please accept me? Mir ist egal wer. Will mich jemand, irgendjemand akzeptieren? Stop it! Hör auf! Accept me for who I am! Akzeptiere mich für das, was ich bin! Wow, wow! I really don't swing that way! Wow, also diese Vibes, die strahle ich nicht aus. Das ist nicht meine Sache. I said stop it! Ich habe auch gesagt, hör auf! I can't believe something like this is inside me. Ich kann nicht glauben, dass so etwas wie das in mir drin ist. Kanji, you're... Kanji, du... Yeah, I know. I've known all this time I had something like you. Ja, ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit, dass ich sowas wie ihr habe. It ain't a matter of guys or chicks. I'm just scared shitless of being rejected. Es ist egal, ob es Männer oder Frauen sind. Ich habe nur Angst, zurückgewiesen zu werden. I'm a total pansy who tries to make everyone hate me. Ich bin ein totaler Loser, der versucht, jeden davon zu überzeugen, mich zu hassen. Du bist nicht alleine. Come on, get up. Komm schon, steh auf. Anyone who looks like me, I know they ain't so weak that they can't take a punch. Jeder, wo es aussieht, wie ist, ich, da weiß ich, dass der so einen Schlag vertragen kann. I already know that you're me. Ich weiß schon, dass du ich bist. You're me. And I'm you, damn it. Du bist ich und ich bin du, verdammt.
Tja, Kanji hat sein Selbst, sich mit seinem Selbst auseinandergesetzt und er hat nun die Persona Take Mikatsushi. Shit. Oh, scheiße. Kanji-kun! Let's get him out of here. Lass ihn uns hier rausbringen. Kanji-kun, are you okay? Kanji, geht's dir gut? It's nothing. Es ist nichts. Whoa. Whoa. I feel great. It's like my mind's all cleared up. Ich fühle mich großartig. Es ist so, als wäre endlich mein Kopf wieder klar. Ah, du musst nicht so hart tun. Hey, about what just happened? Ey, was da gerade passiert ist. Vergiss es einfach. Bullshit, I ain't that stupid. Ey, Scheiß, Dreck. Dreck werde ich, das, ich bin nicht blöd. We'll explain everything later. You need to take a rest now. Wir werden es dir später erklären. Wir brauchen jetzt erstmal Pause. We'll be waiting for you at school. Wir werden dich auf in der Schule warten. School? Sure, if I ever feel like going. Schule? Klar, wenn ich mich mal dazu, nicht dazu mal Bock habe. I'll take this guy home. Ich werde ihn nach Hause bringen. Asks, I'll just say I found him somewhere like this. Wenn jemand fragt, dann sagt einfach, ich habe ihn so gefunden. Ja, du warst, dir war es möglich, Kanji zu retten. Du musst dir warten, bis er wieder vollständig genesen ist. Wird euch das einen Schritt näher zum Lösen dieses Falls bringen? Ja, das ist die große Frage. Wir haben ihn auf jeden Fall viel zu früh gerettet eigentlich, aber das ist okay, dann können wir weiter an den Social Links arbeiten. Ja, ihr drei sitzt und habt ein Dinner. Schön. Oh, I forgot to tell you. Oh, ich hab dir was vergessen Remember zu sagen. Remember that Kanji Tatsumi guy I told you about? You know, the one who went nuts on that news special. Erinnerst du dich an diesen Kanji Tatsumi Typen, über den ich dem ich dir berichtet habe? Du weißt schon, dieser Typ, der ausgeflippt ist in dem News-Special. His family's shop called in to report him missing, but now he's been found. Sein, ja, der Shop seiner Familie hat ihn als vermisst gemeldet, aber jetzt scheint er wieder gefunden, aufgefunden worden zu sein. I thought I'd let you know, since you go to the same high school. Ich dachte, ich lasse es dich wissen, weil ihr ja in derselben High School seid. Ja, ich bin froh, das zu hören. Yeah. Ja. One other thing. Doch etwas. Some people have seen you around that textile shop lately, I hear. It's not the kind of shop students normally visit. Manche Leute haben euch bei diesem Bekleidungsgeschäft rumstromern sehen, wie ich gehört habe. Es ist nicht so, als würden Studenten diesen Shop öfters besuchen. Just what kind of business did you have there? Was für eine Art Geschäfte hattest du denn da zu erledigen? Nun, Ein Freund hat mich dahin gebracht. A friend? Ein Freund? Oh, that Amagi girl. That's right. Her family's inn buys their stuff wholesale. Oh, dieses Amagi-Mädchen? Ach ja, das ist ja richtig. Ihre Familie, das Hotel ihrer Familie kauft ja da eine Menge Zeug. Ja. Fine. Okay. Er will irgendwie anscheinend uns da rein verwickeln. Just don't get yourself in over your head, okay? Ja, pass bloß auf, dass du nicht irgendwas machst, was über dir über den Kopf steigen wird. Are you fighting again? Kämpft ihr schon wieder? Oder streitet ihr schon wieder? Mich wundert, dass sie jetzt erst fragt. Ja, wir können gerne speichern. Warum soll ich jetzt denn speichern? Ist da jetzt irgendwas? Das macht mich ein bisschen kirre, dass man jetzt hier extra speichern darf. Ja, wir hätten echt noch viel Zeit gehabt, aber es hat sich jetzt ergeben. Oh, ist okay. Ja. Was gibt's denn wieder? Eine Frage oder so? Nein. Okay, dann lass es einfach gut sein. So. Quatschen mich jetzt wieder Leute an, oder? Die wo irgendwas von mir wollen? Ja. Einmal. What's up? Josuke, okay. Ach, die können mich hier auch schon inviten. Ja, der Typ, das ist der Home-Teacher. Ja, es gibt hier sehr viele komische Lehrer, die sehen alle komisch aus. Mein Name
with that person, you maybe come closer to them. You may still spend time with the person after school, even if you decline. Ah, okay. Also ich kann es jetzt erst einmal auf später verschieben. Okay. Das ist gut. Ich dachte schon, es würde jetzt irgendwie noch Bonus geben oder so, aber das ist nicht der Fall. Oh, aber wir können mit Yukiko endlich was machen. Das ist natürlich super. Ja, das würden wir wahrscheinlich machen, weil Yukiko ist ein neuer Social Link. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Chie darf auch nochmal. Okay. All die wichtigen Personen, mit denen kann ich jetzt abhängen. Aber ich werde wahrscheinlich Yukiko nehmen. Jetzt müssen wir aber erst einmal, jetzt geben wir erst einmal die ganzen Quests ab. Kann ich dir jetzt endlich die Quest abgeben? Warum kann ich bei dem die Quest nicht mehr abgeben? Die reden immer noch über den Typen. Das ist ja schlimm. Immer noch. Es hört einfach nicht auf. So, wir gehen jetzt erstmal aufs Dach, weil Chie muss ich auch fragen wegen der Hermit-Quest, ey. Man muss hier so viel im Kopf behalten. Chie muss ich auf jeden Fall ausfragen. Ich habe sie alle Fragen gefragt. Jetzt kann ich die Quest aber nicht abgeben, weil da irgendwas immer noch nicht stimmt. So, ja genau, Snack, that doesn't like me. Ja, genau. Ein Snack, der nicht wie ein Snack schmeckt? Ich habe keine Idee. Meine Snacks schmecken nach Snacks. Willst du was? Mietgam. Ach ja, wollen wir schon von Snacks reden? Wurdest du irgendwie immer hungrig irgendwann seit im TV? So, gut, jetzt haben wir die Mietgums. Die geben wir jetzt dem Mädel. Central Shopping District. Diese ganze Sache, ey. Das war. You get the midgum. Once you have the midgum, talk to the lady in the shuttle, talk to her. Ah, okay, dann ist das jetzt schon der Rank Up. Sehr gut. Gut, der hat auch. Den Peach Seed habe ich aber schon. Das kann ich dir also gleich geben. So, dann ist die Quest schon mal erledigt. Das ging schnell. Und die Quest machen wir jetzt auch schnell. Was ist denn das für ein Geruch? Es riecht irgendwie saftig und roh und irgendwie süß. Ist das dieser gerüchteweise dieser Fleisch-Kaugummi? Kann ich denn was davon haben? Ich möchte es probieren. Ja, hier. Uah! Was zur Hölle ist das? Das soll ein Snack sein? Die Welt der Snacks ist wirklich sehr vielfältig. Okay, danke. Jetzt brauche ich nicht mehr hier rumstreunern. Oh, ich muss ja den Schrein besuchen. Ich habe einen Wunsch geäußert, dass ich keine Snacks mehr essen will. Ich werde dieses Geld, was ich für die Snacks ausgegeben habe, nun dem Schrein spenden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau das war ja der Ding dahinter. Ach ja, wir könnten gleich noch in den Waffenshop gucken. Und verkaufen gleich mal die ganzen Materialien. Da werden wir mit Sicherheit auch wieder was bekommen. Ne? Was? 5 Iron. Okay. Und hier auch. Was kriegen wir dafür? Bastard Sword, ein Bastard Schwert, okay, was gibt es dafür? Tantu. Silk Fan, der ist für Yukiko. Nanman Gozuku, das ist für Chie. Lion Happy. Lion Happy! Lion Happy! Okay, ach Gott, der hat wieder so viel Zeug. Knife Proof Coat, okay. Da auch nochmal. Battle Camisole. Okay. Desperate Plate. Oh, scheiße.
Habe ich jetzt auch das Zeug verkauft? Nee, das geht glaube ich gar nicht. Art Bolero? Meine Güte, was kann er denn noch? Ja, wie viel willst du denn noch herstellen? Okay, jetzt ist er durch. Antibo. Brauche ich das? Glaub nicht. So viel Zeug, ey. Ganzen Accessoires kann ich eigentlich auch wegschmeißen, weil die werde ich nicht niemals benutzen. Reduced chance of panic, reduced chance of poison. Ach komm, alles weg. Braucht man nicht. Müssten wir uns lieber gescheit auf hier mit unseren Leute. So. Gut. Dann schauen wir mal, was können wir uns denn hier leisten. Okay, das Bastardschwert ist quasi das bessere. Ich habe 60, 92, 98, 92. Ist auf jeden Fall besser. Nehmen wir das Bastardschwert. Joskur kann das Santu nehmen. 95, 92. Ja, nehmen wir. Rein damit. Okay, kann diese Nanman Gosukun machen. Naja, aber das ist, die sind jetzt nicht so gut. Nur 4 Schaden mehr und dafür aber 3 weniger, also nur 92%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Ja, plus 1 abgelegt hier können. Aber das ist nicht 13.000 Yen wert. Nö. So, der Silk-Fan. Ja, Ja. Es ist ein bisschen mehr Schaden. Aber kostet dafür aber trotzdem auch nochmal 12.000. Nee, ist mir auch noch nicht wert. Nee. So. Oh, da ist der Defense. Dafür ist aber der Evade sehr niedrig. Es ist aber bei allen hier. Nee, die Desperate Blade passt schon. Kostet eh schon so viel. Kriegst die auch. Wie schaut es bei denen aus? Der Bolero. Oh, der macht aber auch sehr, sehr viel. Aus. Kriege ich noch genug Geld? Ja, um es nochmal zu holen für Yukiko. Sehr gut. Schon, so haben wir schon wieder das ganze Geld ausgegeben. Okay, passt. Aber dafür haben wir sie wieder auf den aktuellsten Stand gebracht. Das ist doch nicht verkehrt. Gut, jetzt ist die Frage, gehen wir zum Schrein und erhöhen unseren Hermit-Rang oder gehen wir mit Yukiko durch die Gegend? Ich gehe lieber zum Hermit, weil, zum Fuchs, weil dann kriegen wir einen Discount auf das Heilen im TV, was nie verkehrt ist. Was ist für die ESP? Dann gehe ich jetzt aber erst einmal die Quests alle abgeben. Jetzt muss ich kurz gucken, wer hatte welche Quests. Die Demon-Statue hatten wir, das hatten wir. Das mache ich gerade. Get a Fitting Board, genau. Das war Judic Impact Practice Building. Zweiter Flur. Da ist. Das weiß man ja auch nicht. Anscheinend sind die mal da und mal sind sie nicht da. Ich weiß lieber, wenn sie da sind, dann kann ich das nämlich gleich machen. Ja, ist da gut. Royal Cherry. Okay. Gut, die ist durch, dann das haben wir. Classroom Building 2F. Wie sieht denn?
stand doch hier ums Eck rum, glaube ich. Genau. Okay. So, den Book Exchange haben wir gerade gemacht. Die nächste Quest gibt erst am 11. Juni erst wieder. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt zum Fuchs. Ja, ich muss ja noch den Angelhaken zurückgeben, fällt mir gerade noch ein. Dann habe ich aber wirklich dann alles mal geschafft, ey. Erst einmal. Ja, ich hab's. Oh, und schon haben wir die River Rod bekommen. Jetzt dürfen wir auch fischen. Wenn ich mal Lust drauf hätte. Und absolut viel zu viel Zeit hätte, was ich nicht habe, weil es gibt so viele Social Links, die man einfach pflegen muss. Und ah, und hier und überall. Also lieber einfach nur weitermachen mit den Social Links. Da freut er sich wieder, der Fuchs. Und wir kommen von Stufe 2 auf 3. Yep. Und wir bekommen mehr Discount. Sehr schön. Genau das wollte ich ja. Haben wir jetzt auch bekommen. Sehr schön. Welcome home. Jo, hallöchen. Oh, kann man mit dir. Just as a kind of two might get along well. You feel isn't ready to advance yet. Das ist auch immer ganz lustig, dass das irgendwie nicht so ganz. Ach, man kann aber abends das auch machen. Das kann ich dann tatsächlich mal machen, wenn beide nichts zu tun haben. Also verbringen wir mal mit ihr Zeit. Zwar ist es jetzt nichts Besonderes, weil es passiert jetzt da nichts. Aber das ist in Ordnung. So, gut. Dann gehen wir jetzt gleich wieder zum Fuchs. Uns die nächste Quest ab. Der Fuchs und seine Sachen. Anscheinend haben da viele verschiedene Leute drauf geschrieben, vielleicht eine Familie. Wir wollen, dass Kodo zurückkommt. Bitte Gott, Saito. Okay. Also es geht um einen Hund, der anscheinend Kodo heißt. Okay, das ist wieder ein 3-Tages-Ding.
Dann müssen wir jetzt erst einmal an diesem Tag bei der Flotte Pain vorbeischauen. Den Hund, der hier anscheinend hier unten ist, anreden. Genau den hier. Okay, und der ist davon gelaufen. Das geht dann aber erst wieder nächsten Tag. Am nächsten Tag geht es dann da weiter. So. Also. Wir machen jetzt Yukiko. Oder haben wir eventuell noch jemand anderen, den wir benutzen können? So eine Sache. Naja, bla bla bla. Fox, Toshima, Adachi, Yukiko. Margaret ist am 20.05. Aber da brauche ich die Knowledge Expert. Geht also nicht. Und am 25. könnte ich im Hospital anfangen zu arbeiten, um da wieder ein Social Link zu bekommen. Ah, okay. Da machen wir jetzt, gehen wir jetzt zu Yukiko. Machen das mal gleich. Bin ich falsch gegangen. Da ist sie ja. Genau. Oh. Ja, wir spenden ein bisschen Zeit mit dir, Yukiko. Mal gucken, was wir da haben. Von Level 1 zu 2. Ah, wir sind also vor dem Buchshop. Ja, es scheint so, als hätte Yukiko ein Buch über Jobzertifikationen geholt. Gott sei Dank, das war das letzte. Man hat es mir empfohlen, dieses Buch mir empfohlen, weil es Vorschläge hat für verschiedene Joblizenzen. Da wirst du dann irgendwie was damit anstellen? Ja, das ist richtig. In TV hat dieses andere Ich gesagt, dass sie nicht das Hotel übernehmen will. Ich glaube, das sind meine wahren Gefühle. Also habe ich entschieden, ein bisschen mehr mir treu, ein bisschen mehr treu zu sein, mir selbst treu zu sein. Ich möchte das Amagi-Hotel nicht leiten. Wenn ich meinen Abschluss habe, werde ich diese Stadt verlassen. Ach, nun habe ich es gesagt. Ich habe es gesagt. Und ja, damit ich natürlich für mich selbst sorgen kann, brauche ich natürlich eine Joblizenz. Ich habe mir gedacht, so etwas vielleicht wie eine Einrichterin, also eine Innenraumarchitektin. Was denkst du? Eine Innenraumarchitektin? Ja, das hört sich doch gut an. Yes. Das ist cool, oder? Aber es ist schwer. Es kostet Geld, eine Lizenz zu bekommen. Und ich kann es natürlich meiner Mutter nicht sagen. Wenn es nur einen Teilzeitjob geben würde, den ich diskret machen könnte. Na gut, es gibt ja ein paar Teilzeitjobs auf dem Board. Wirklich? Oh, da muss ich das mal abchecken. Und damit haben wir Stufe 2 erreicht. Und sie bekommt eine Attacke dazu, und zwar Mudo. Danke, dass du mit mir hergekommen bist. Ich war ein bisschen nervös, den anderen zu erzählen, wie ich mich fühle, aber ich glaube, es ist nun okay.
I'll see you es later. Ist immer okay. So. You're back. Ah, jetzt bist du. Ich bin heute shoppen gegangen. Der Kühlschrank ist voller Essen. Cool. Was ist denn da drin? Ich könnte für morgen Lunch machen. Ah, lieber nicht. Ich will lieber, Hey! Zeit mit Dojima verbringen, wenn das schon möglich ist. Das ist natürlich abends auch nicht so verkehrt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Auf welchem Rang bin ich denn? Rang 3. Von Rang 3 auf 4. Level Expression. Oh, okay. Aber es dürfte kein Problem sein. Ja, machen wir. Ah. Oh. Es geht noch nicht besser. Okay, dann halt noch. Oh, ich habe einen neuen Job auf dem an der Anschlagstafel gesehen. Der tägliche Auszahlung für einen Tutor, scheint ziemlich gut. Aber brauchst du nicht ein bisschen mehr Wissen, dass man dich als Tutor einstellt? Warum musst du das so sagen? Du hast falsch. Du brauchst Verständnis, um diesen Tutoring-Job zu bekommen. Okay, ich weiß davon echt nicht wie viel. Ja, ja. Okay, nee, wir brauchen dann aber tatsächlich den Job im Krankenhaus, um unsere nächste Social Link zu bekommen. Ja, vielleicht. Es werden immer mehr und mehr Social Links. Das ist so krank. Aber ich brauche sie halt andererseits auch. Kann ich dir das jetzt endlich mal geben? Nein. Gut, dann gehen wir jetzt in die Stadt, holen uns auch noch da den Krankenhausjob. Da dann auch die nächsten Social Link zu bekommen. Ach, Marie ist auch mal wieder da. Hallöchen. Da, Hospital, Hospital-Genitor. Das müsste es sein. Schauen wir nochmal genau. Mary from Busterman. Ja, genau, das Devil Social Link. Okay, dann werden wir den auch gleich mal annehmen. 5000 plus Yen, some diligence required. Wednesday, Thursday, Friday, night. Oh. Okay. In der Nacht ist das. Diligence must least be strong. Decide to improve. Ah, okay. Kann ich leider momentan noch nicht machen. Gut, dann noch nicht. Ach, jetzt ist er der Hund da. Oh, den hätte ich fast vergessen, ey. Wir müssen ruhig mit ihm reden, glaube ich, war das. Ja, genau. Okay, und dann the next day. Back at the riverbank, speak with the dog again and pick the third option. Okay.
Puh, ja, ich fast vergessen den Wauzi. Gut, dann können wir jetzt eigentlich wieder ein Social Link machen. Mal schauen, welcher wäre denn jetzt momentan dran? 3, 4. Yukiko hat 2. Dann machen wir nochmal Jade Ding. Der muss ich gucken, weil der hat immer so verschiedene Zeiten, wann der da ist. Das ist immer das Problem. Der ist nämlich immer irgendwie jemand anders da. Wir haben immer noch Mai, den 25. Ach, der wäre sogar da. Gut, dann gehen wir zu ihm. Schon. Oh. Oh, du bist es. Yeah. Was machst du denn? Shoppst du? Oder kaufst du für kaufst du Essen ein? Ich bin beeindruckt. Ich lebe alleine. Also, mich ums Essen zu kümmern, ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt machen muss. Warum? Ich glaube, ein Highschool-Kid versteht das nicht. Ich bin immer so müde nach der Arbeit. Also mache ich mir nur irgendwie eine 5-Minuten-Terrine oder sowas. Ja, er scheint wohl kein wirklich balanciertes Leben zu führen. Niemand macht dir Essen? Huh? Du meinst wie eine Freundin? Ich hatte eine vor einer kleinen Weile, aber es hat nicht funktioniert. Sie hat gut ausgesehen, aber ja, ihr Benehmen war... Hey, darüber rede ich nicht. Mhm. Die süßen Mädels sind die besten. Aha. Das Wichtigste ist, dass sie gute Köchinnen sind. Alles andere ist entweder nehmen oder es weglassen. Wow, okay. Boro-chan, bist du das? Scheiße, sie hat mich gefunden. Arbeitest du wieder nicht mehr? Ich hoffe, du tust nichts Gefährliches. Oh nein, ich bin immer noch bei der Arbeit. Ich war nur auf dem Weg zurück zur U-Bahn. Ich bin so froh, dass du so hart arbeitest. Ich lege immer ein gutes Wort ein bei allen meinen Nachbarn. Ich bringe dir ein bisschen Limono, okay? Du musst dich mehr aufpassen. Oh, ich habe diese Detektivshow im TV gesehen letztens. Und dann redet sie noch lange weiter. Ich muss jetzt zurück. Oh, ist es schon wieder so spät? Ich hoffe, deinen Tag, ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Endlich. Ich glaube, ihr Sohn hat denselben Namen wie ich. Vielleicht kommt sie deshalb und verwickelt mich immer in Gespräche, seit sie das rausgefunden hat. Ich weiß es nicht. Sie bringt immer diese großen Happen von diesem Limonor in die U-Bahn. Und sie redet dir ein Ohr ab, wenn du sie lässt. Das ist so nervig. Naja, gut. Ja, das hört sich wirklich nervig an. You're right. Schon, oder? Das macht sie quasi jeden Tag. Sie ist genau das Gegenteil meiner Eltern. Aber ich glaube, sie ist alleine. Denke nicht, dass sie irgendwelche Verwandten hat. Aber ich kann sie ja auch nicht ignorieren. Es ist Teil meines Jobs. Die Polizei ist jetzt letztens sehr beschäftigt. Also bin ich der Einzige, der sich mit ihr beschäftigen kann. Okay. Und Rang 2. Auch wenn ich...
Auch wenn ich es mir wünschen würde, dass ich nicht denselben Namen wie ihr Enkel hätte. Ich bin erst 27, war. Ich bin auch erst 27. Und ich sollte zurück zu Dojima. Das würde mich noch richtig fertig machen. Ciao. Ja. Welcome home. Ja, da bin ich wieder. Oh, jetzt bist du wieder dran. Ich möchte mich mal um den Garten kümmern. Ich komme nicht mal dazu, mich um den Garten zu kümmern, weil sie jedes Mal, irgendwas ist. Ja, jetzt nimm dir ein bisschen Zeit. Dann kriegen wir anscheinend einen neuen Social Link Rang. Schauen, was wir da zu tun haben. Es müsste jetzt ja Rang 2 auf 3 sein, oder? Ja, Nanako scheint auf und ab zu gehen, ohne Rast. Jetzt ist schon wieder zu spät. Hallo, die Dojima-Residenz. Dad! Hm, wirklich? Okay, ich verstehe. Dad kommt nach Hause. Ich muss Schwestern bereit machen. Wir haben keinen... Was? Wir haben keinen eingelegten Rettich mehr. Wer zum Teufel ist eingelegten Rettich? Dad wird enttäuscht sein. Wer zum Teufel ist denn eingelegten Rettich? Los, lass uns einen gemeinsam kaufen. Wirklich? Thank you. Danke, großer Bruder. Wir gehen gemeinsam einkaufen. Das war's schon. Okay. Lass uns gehen, großer Bruder. Eingelegter Rettich. I'm back. Zurück. Dad, willkommen zu Hause. Wohin seid ihr in dieser späten Stunde hingegangen? Na, Junes? Habe ich dir nicht gesagt, dass ihr so spät noch nicht mehr rausgehen sollt? Aber du bist nach Hause gekommen, also habe ich... Egal, was du für einen Grund hattest, die Regeln sind Regeln. Du hast es mir versprochen, weißt du noch? Nanako scheint bedrückt. Nun, es ist nicht Nanakos Schuld. Großer Bruder. Es ist nicht meine Schuld. Na, warum ist dann Dad wütend? Warum hört er nicht zu? Dad ist blöd. Blöd. Wow. Nanako, wie kannst du deinen Vater blöd nennen? Ja, ich erkläre ihm nun, warum wir zu Junes gegangen sind. Eingelegter Rettich? Für mich? Ist das so? Aber ich kann doch Kindern nicht erlauben, nachts da in der Gegend rumzulaufen. Du weißt, wie es gefährlich es ist in der letzten Zeit. Du willst auch nicht in der Nacht hier rumrennen. Tsushima hat dich nun auch angeschrien. Du hast dich entschieden, dann zurück in dein Zimmer zu gehen. Ja, tja. Jetzt geht's wieder los. Wir werden bestimmt was gefragt. Was werden wir denn gefragt? Was? Oh, ja. Warte. Hier sind die Fragen. So, was war jetzt das? Die Midterms da. Sag mir die Theorie.
tell me how the theory that the pyramids were built by slaves was disproven. Achso, quasi der Beweis, dass die Pyramiden nicht die Sklaven gebaut haben. Employee, die ID-Cards, genau. Ja, das waren dann wohl die Attendance-Logs. So, gut, dann wenn wir uns wieder... Ach ja, wir machen das mal das mit dem Hund. Der ist nämlich wieder... der Hund ist wieder... Was mach ich denn? The Riverbank. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... aber nicht. Hier ist er dann woanders das? Hier irgendwo? Ach, da ist er. So. Dann visit the dog again and keep doing so until you get the option to give the dog something to eat. Grab a beef skewer from the suicide dog store in the shopping district. You feed the dog with the beef skewer, return to the fox pick up. Okay. Können wir es, das können wir ja. Miau, miau. Das könnten wir ja jetzt eigentlich sofort tun. Visit the dog again and keep doing so until you get the option. Ja, aber ist er, wo ist er denn dann jetzt? Ist er dann wieder im Shopping District? Ist es jetzt immer so hin und her, bis der das macht, was er tun soll, oder wie? Ach, das ist ja kompliziert. Get a brief screamer from the Suicide Doku Store. Okay, was ist das für ein Store? Der Ding da hinten wahrscheinlich, oder der hier? Ja. Das, was wollte er haben? Ein Beef Skewer. Das muss ja dann wohl das Steak Skewer sein. Also der Hund kommt jetzt dann das nächste Mal, ist er dann immer noch die ganze Zeit dann da, oder wie? Ja gut, egal. So, Social Link. Dann machen wir jetzt Yukiko. Ja. Oh, wir sind wohl beim Einkaufen. Yukiko hat dich hergebracht. Oder hierher geschleift? Warum gibt es so viele verschiedene Arten von Essen? Selbst Eier kommen in so verschiedenen Variationen. Ja, machst du irgendwie Essen im Hotel? Nein! Das ist davon. Das will ich mir nicht mehr im Traum erlauben. Ich glaube nicht, dass mein Essen gut genug ist, um es Gäste zu servieren. Ich dachte mir einfach nur ein bisschen an meinen Kochkünsten zu arbeiten. Jetzt wo ich mich dir entschieden habe, aus der Stadt dann rauszukommen, jedes Mal essen zu gehen, ist doch irgendwie schlecht, oder? Also muss ich, muss ich lernen, mich selbst ein bisschen zu versorgen. Wäre dann viel Glück dabei. Yes.
Danke. Oh ja. Ich dachte, vielleicht könntest du als Testperson mein Essen ab und zu mal kosten. Ich will, dass jemand es isst und mir sagt, wie es ist. So könnte ich mich vielleicht schneller verbessern. Und weil ich dich kenne, weiß ich, dass ich von dir eine ehrliche Antwort bekommen werde. Wirst du? Ja, zähl auf mich mal. Oh. Ich habe leider die Courage nicht. Okay, also dann macht's mir nichts aus. Wirklich? Danke. Als ich die Macht meiner Persona bekommen habe, dachte ich, dass ich kann das. Ich dachte davor immer, dass ich nichts selbst auf die Reihe bekomme, aber vielleicht kann ich das wirklich. Ich habe mich immer auf andere verlassen, aber von diesem Punkt an will ich, dass auch die anderen sich auf mich verlassen können. Ich werde mein Bestes tun. Es ist ein bisschen, sie ist ein bisschen so wie, wie hieß sie von Persona 3, jetzt weiß ich es nicht mehr, die blauhaarige, aber die ist ja auch eine Priest, die hat ja auch die Priestess Arcana. Die haben alle so dieselbe Ding. Ein Follow-up kann sie nun auch machen. Nun denn. Fuka, genau, Fuka hieß sie, ja. Das war so ähnlich, also. Wo verkaufen sie den Hummer? Den Hummer. I'll see you later. Den Hummer. Ach, den Hummer. You're back. Kann ich mit dir wieder reden? Toll. Ich komm wieder nicht dazu. Hey. Schlimm mit dich. Ah. Ich würde ja auch gerne mal arbeiten, aber wenn er ständig da ist. Okay. Hey. Jetzt mal los hier. Pyrophant. Boah, das ist von Stufe 2 auf 3, oder? Und ich dachte mir, ein bisschen Kaffee zu machen. Aber wir haben nur Instant-Kaffee. Möchtest du auch einen? Oder wie möchtest du deinen? Mit Sahne, bitte. Hä? Hä? Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Dad! Dad, die News starten. Oh, Kaffee. Kaffee, kann ich einen kann ich welchen haben? Natürlich. Ganz viel Zucker und Sahne, richtig? Ja. Wow. Einem kleinen Kind gleich mal Kaffee einzuschenken, ist auch sehr interessant. Okay. Geh schon mal und schau mit Nanako gemeinsam TV. Ich werde ihn bringen, wenn er bereit ist. Das musst du aber nicht tun. Ha. Oh nein, das ist so. Okay. Den Kaffee zu machen ist mein einziger Job hier. Okay. Als ich noch verheiratet war, hat mir ihre Mutter eine Sache versprochen. Das ist das Einzige, was ich im Haus tun soll. Dass jeder kein anderer tun kann. Nun, das ist so abgemacht. Okay. Also, das Einzige, wo er nützlich ist, ist also Kaffee zu machen. Okay, gut zu wissen. Nun, das ist das einzige Versprechen, was ich wirklich halten kann. Nun, wie auch immer, setz dich ruhig hin. Nun zur nächsten Story. Außerhalb von Okina wurde eine weibliche Radfahrerin von einem Auto angefahren und ist noch am Unfallort verstorben. Nanako macht den TV aus. Oh, okay. Ist denn so ihre Mutter gestorben, oder wie? Naja, es war, weil sie eine Story über einen Verkehrsunfall brachten. Warum ist denn so ein Unfall gestorben? Ich erinnere mich nicht daran und Dad will nicht drüber reden. Nanako scheint alleine zu sein. Oh.
Und wir warten weiter. So, wir haben Freitag. Wen könnten wir als nächstes belästigen? Eigentlich wäre jetzt... Achso, wir müssen erst wieder... Erst wieder der Hund. Hund ist immer erstmal wichtig. Ist der jetzt wieder da bei der Samigawa Flood Pain? Blood Pain? Ist der jetzt da immer? Ja. Oh, sehr gut. Ja, hier. Gut, jetzt haben wir ihm das Essen gegeben. So, und damit haben wir es geschafft. Juhu. Das heißt, wir gehen auch gleich wieder hier zum Fuchs. Und bringen diese Quest fertig an. Da freut er sich wieder. Und der Rang 4. Und damit wird es nochmal günstiger. Gott sei Dank. Ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwie auf der höchsten Level vielleicht auf dann kostenlos ist oder nur noch wenig kostet. Ich glaube, das ist immer so im Prozentschritt. Jetzt kostet es vielleicht nur 40% oder irgendwie so, keine Ahnung. So, wir können mit Nanako oder die Wecktail. Muss ich, wenn ich die jetzt hole, ist dann die Sache mit Nanako weg. Okay, wir holen uns jetzt auf jeden Fall die Früchte. Die Tomaten. Und Tomaten sind es, ja. Ja, ja. Oh, die sehen lecker aus. Ich möchte auch helfen, sie zu ernten. Wir haben Gemüse. Denkst du, wir können noch mehr davon machen? Tiny Soul Tomato. Mhm. 3 davon. Toll. Was willst du für einen Sämling pflanzen? Machen wir mal die Daikon Seedlings. Die würden mich auch interessieren. Okay. Dann haben wir das auch geschafft. Ach, das geht sogar ohne Zeit. Plus, das ist sehr schön. Ich möchte jetzt Freitag. Freitag kann ich arbeiten, glaube ich, in der. Da möchte ich das eigentlich machen, damit der Social Link da auch vorangeht. Dass wir da den Social Link bekommen, sagen wir lieber so. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder zum Bus. Gehe ich mal stark von aus. Oh, was ist das hier? Ach, wir sind überall Leute zum Reden, okay. Ich habe keinen Grund. Warte mal. Sollte es nicht freitags gehen? Ach, als Tutor können wir auch arbeiten. Ach, ich habe das Hospital ja nicht annehmen können. Ach, vielleicht kann ich das Tutor annehmen, aber ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. Alter, ihr seid alle hier draußen. Das ist ja Wahnsinn. Kann ich denn nachts auch noch ein Ding annehmen? Weil es gibt hier, ach, den Tutor-Job braucht man auch. Ja. Dann versuchen wir den Tutor-Job zu bekommen. Oh, 10.000 Yen. Requires Understanding. Habe ich das? Nee. Okay, das geht also auch nicht. Gut, dann start link by talking to a girl in front of the stairs in classroom building 2. Am 11.06. Gut, das ist noch nicht. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann gehen wir. Dann machen wir einfach bei. Bei Nanako weiter.
Hast du schon den Shopping-Sender, der jeden Sonntag läuft, gesehen? Ich verpasse ihn niemals. Die eine, die am Sonntag, Montag und Dienstags läuft. Magst wirklich diese Shows, oder? Ich erinnere mich, dass du das letzte Mal gesagt hast, dass du einen sehr komischen Badeanzug da letztes Mal gekauft hast. Wann wirst du denn jemals tragen? Oh, ich trage ihn, wenn die Zeit reif ist. Okay, also wir können jetzt diesen Shopping-Kanal auch wieder besuchen. Schön. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zum Fuchs, holen uns die nächste Quest ab. Fuchs, Fuchs. Der Fuchs schläft niemals. Ich glaube, das ist der erste Social Link, den ich voll kriege. Gott, bitte gib mir ein paar Freunde. Yoshitaka. Aha. Okay. Er braucht also Freunde. Schön. Go to the Flood Pain. Okay. Flood Pain. There's a boy you can speak to here. Okay. Da ist er. Was? Ich hab kein Geld. Ich will dein Geld nicht. Du bist also nicht dafür hier, richtig? Ich habe keine Freunde. Also redet auch niemand mit mir. Oh. Er hat keine Freunde. Wahrscheinlich ist es eher derjenige, der diesen E-Mail-Request geschmissen hat. Jeder redet über Sachen, für die ich nichts verstehe. Jetzt gerade sammeln sie alle Sticker. Ich hab auch Sticker, aber jeder sagt, die haben sie bereits. Wenn ich einen seltenen Sticker hätte, dann wären sie vielleicht meine Freunde. Okay, also er will einen Sticker, in which you can get by ordering something, anything from the Sunday morning shopping TV channel. Once you have one, give him to... Okay, also ich muss quasi am Sonntag, also morgen, TV gucken und mir was kaufen. Okay. Eieieiei. Okay, Social Link. Adachi wird wahrscheinlich heute nicht da sein. Es ist der 28. Nee, er war gestern da gewesen. Okay, dann ist der Social Link schon mal nicht dabei. Marie ist, glaube ich, auch nicht heraus. Müsste man nochmal gucken. Sonst mache ich einfach von oben wieder weiter. Schauen wir mal, ob Marie da ist. Ach, Marie ist da, schön. Dann nehmen wir Marie. Von Rang 2 auf 3. Von Rang 2 auf 3. Da. Oh, ich möchte irgendwo hingehen. Ja, gehen wir. Oh, so. Oh, geht nicht weiter. Okay, dann halt nicht. Mann. Welcome back. Hallöchen. Wieder nichts. Speichern einmal. Ich weiß gar nicht. Irgendwann kann ich sowieso nicht mehr mit ihm reden. Ja, genau. Wir brauchen bessere Expression. Das ist halt auch das. Oftmals wird das jetzt hier zusammengelegt. Oh, schade. Hätte ich das gerne geholt. Ja, dann kann... Kriege ich da nicht irgendwie was? It says in the gifts one of the sun. If you are served this as a guest, it's an implicit mission that you are being asked to leave. Your plan should be ready for her.
Gut, ich könnte jetzt natürlich... Nee, aber dann lerne ich jetzt. Oder ich lese das Buch, das ich habe. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe ja auch ein Buch gelesen. Ich habe entweder Off Today oder The Gentle Way. Oder ich lerne... ich lerne, damit ich den Expert-Level bekomme, um dann den neuen Social Link zu holen. Auch nicht so verkehrt. Wenn ich dann irgendwann mal den Social Link, den Expert Social Link bekomme. Ja. Ich würde gerne TV gucken. Ja, genau, das populäre Homeshopping-Programm. Genau da will ich hier reingucken. Tanaka ist am Hazing Communities. Ja, er ist wieder da. Hallo, jawohl. Was hast du denn heute für uns? Ich kenne dich, Tanaka. Adios, Shoes. Oh, okay. Slimming Food. Alles für 5000. Habe ich überhaupt 5000 Yen? Oh, scheiße. Ich habe, glaube ich... Oh. Ach, man kann bloß... Ich habe 4000 Yen. Okay, dann kann ich mir sowieso das Medical Kit nur holen. Ja gut, ist aber egal. Passt schon. Wie komme ich da jetzt dann auf diesen Preis? Hoffentlich bekomme ich da auch diesen dieses Price-Ding. Ja, das soll aber eigentlich auch funktionieren. Mal schauen. Oh, wer ruft denn da an? Yeah, hello. It's Co. Ach, cool. Ja, ja. Wenn du Langeweile hast, möchtest du etwas mit mir und Daisuke unternehmen? Hört sich das gut an? Ja, das könnten wir eigentlich machen. Ja, mach mal doch. Von Rang 3 auf Rang 4. Okay, aber hat man das, das schon für... Ob das dann jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Also, was hast du gekauft, also, okay? Ein Comic! Das hat sich irgendwie das Tagesschau angefühlt, als ich den gesehen habe. Also muss ich ihn haben. Warte, das ist nicht das, was ich... Ich hab den falschen geholt. Ich wollte eigentlich den Rubber Armed Pitcher Hero und ich hab Lovely Witch Detective gekauft. Hier, Hiroshi, du kannst es haben. Ja, danke. Ich wusste nicht, dass du solche Art von Büchern liest. Du musst einer von diesen Comic-Snobs sein. Ja. Was soll ich sagen? Diese Covers sehen halt genauso aus wie... Hä? Ihr drei zusammen? Und das ist ein komisches Trio. Aber naja. Ihr seid ja alle im Sport, oder? Wow! Chiesan! Was machst du hier? Trainieren? Ja, Chi, du bist der Mann. Nein, zur Hölle! Okay. Ach, ich komme mit beiden jetzt closer, das ist auch schön. Okay. Ich habe nichts dagegen. Welcome back. Ja, Hallöchen. Ja. Wir sollten vielleicht wirklich mal die Bücher lesen, die wir jetzt haben. Dass das auch mal. Aber eigentlich will ich erst das Expertenlevel erreichen. Das wäre mir erstmal wichtiger, ehrlich gesagt. Wenn es dann mal irgendwann soweit sein sollte. Ich
So, da kommen wieder die Leute. Wer will mit mir abhängen? Kiko will mit mir abhängen. Oh, was kriegen wir denn hier wieder? Oh, cool. Gut, auch gut. Einfach so Knowledge zu bekommen ist immer schön. Okay, ja, wir müssen auf den Preis noch warten. Dann nehmen wir den nächsten Social Link. Dann nehmen wir Yukiko wieder. Außer Marie oder Togu sind noch... Ach, der Ding ist ja da, glaube ich. 30. war er da. Der am 30. war ja, glaube ich, da. Ja, genau. Dann gehen wir dahin. Aber ich kann mit ihm nicht hin, ne? Ach, nachts soll ich jetzt mit ihm reden? Ja, das ist auch interessant. If you attend a social event during afternoon, you cannot attend a tea social at night. The only social link that's exception to this rule is Hermit and Empress. Last day to attend a social link. Okay, also ich muss mit ihm jetzt in der Nacht reden. Okay, von mir aus. Dann machen wir es halt in der Nacht. Schauen wir mal, ob Marie da ist. Nein, ist sie nicht. Gut, dann. Dann machen wir jetzt weiter mit Yukiko. Ja, machen wir Yukiko weiter. Ist mir auch recht. Yukiko. So, muss ich jetzt Testesser spielen. Ja. Nun, es ist echt ziemlich gut geworden, also habe ich es mir eingepackt. Versuch's ruhig. Es sieht normal aus. Aber ein komischer Geruch hängt in der Luft. Okay, lass uns essen. Ja, mach nur los. Du hast keine Wahl, als es zu essen. Du fängst mit dem Omelette, das Ding, das wie ein Omelette aussieht. Es ist es ist etwas zu schwer, irgendwas drin, was zu schwer zum Beißen ist. Und es schmeckt verbrannt. Und ein bisschen. Und aber auch roh. Du hast das Gefühl, dass dein Körper es vielleicht nicht bei dir behalten kann. Du warst endlich, es war endlich nötig, es runterzuschlucken. Du wirst mir wohl nicht sagen, wie lecker es war, oder? Ja, da ist immer ein nächstes Mal. Thank you. Ja, okay. Ich glaub schon, danke. Ja, was tut ihr denn da? Oh, Nanako. Ich habe gerade ihm etwas Essen gebracht. Oh, ich möchte auch was. Nein, du möchtest nichts davon. Es tut mir leid, aber das kann ich dir nicht geben. Es ist nicht gut. Oh, wenn du was Gutes machst, kann ich dann was davon abhaben? Hm? Ja, natürlich, wenn du es willst. Thank you. Okay, danke. Ich tue mein Bestes. Ich muss jetzt gehen. Ich gehe zu Mai-chans zu Hause. Ciao. Okay, bye. Sei vorsichtig.
Nun, es tut mir leid, dass ich dich hier rumziehe. Oder so ähnlich. Ja, es hat Spaß gemacht, oder? Ich hatte Spaß. Wirklich? Ich bin froh, das zu hören. Bam! Stufe 4. Und wir bekommen eine weitere Fähigkeit, Divine Grace. Hört sich nett an. Nun, nur noch ein Jahr übrig, ne? Ich muss es schaffen, bis dahin auf jeden Fall auf meinen eigenen zwei Beinen stehen zu können. I'll see you later. Ja, Hallöchen. Ach, jetzt könnte ich mit dir auch was machen. Aber, Ding ist wichtiger. Kann ich überhaupt zu Chuness? Ja, kann ich zu Chuness gehen. Aber ich muss des Nachts mit ihm reden. Ah, da ist er ja. Oh. Ja. Aber ich glaube, wir werden dann dieser. Es wird nichts verbessert jetzt werden. Gehe ich mal von aus. Oder doch? Oh. Ich wusste es. Ach, die Läden hier schließen zu früh. Nun, ich konnte heute früher Schluss machen. Also dachte ich, ich mache mir was. Aber dann bin ich wieder faul geworden. Was soll ich nur tun? Ich habe Tonnen von Nimono zu Hause. Oh, Toru. Toru-chan, wie geht's dir in der Arbeit? Arbeitest du immer noch hart? Oh, hi. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Hattest du schon dein Essen? Du bist jung. Du musst essen. Möchtest du zu mir nach Hause kommen? Ich mach dir dein Lieblingsessen. Nimono. Heute, ich habe eine... Ja, richtig. Ich habe diesem Kind versprochen, dass ich mit ihm essen gehe. Er ist mein Boss, der Neffe von meinem Boss, also kann ich nicht Nein sagen. Ja, vielleicht nächstes Mal. Oh, das ist wirklich schade. Nun, nächstes Mal dann. Gute Nacht. Kommt auch immer vorbei, ey. Nun, sie sorgt wirklich dafür, dass ich mein Leben nicht leben kann. Kannst du dir vorstellen, wie schlimm das ist, Dinner werde nur ich und sie? Ich mag ihr Nimono nicht wirklich, es ist einfach zu hart. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt gerade benutzt habe, aber du machst eine große Hilfe. Nun, warum kommst du nicht wirklich vorbei? Hä? Huh? Zu Tsushima? Nun, das ist, ja, okay. Aber Tsushima ist doch immer noch in der Arbeit, oder? Sind dann nur wir beide? Ist das nicht ein bisschen komisch? Und ich bin ein guter Koch. Really? Du lädst mich wirklich ein? Meinst du nicht, dass es ein bisschen komisch wäre? Und mich würde es interessieren, wie du dich so als Koch machst. Als ich in der Highschool war, habe ich, überhaupt keinen Gedanken an Kochen verschwendet. Was hast du denn sonst gemacht? Ich habe nur gelernt und gelernt. War eine gute Schule, wo die Noten wirklich was bedeutet haben. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Du bekommst das zurück, was du da reinsteckst. Jeder weiß das. Meine Eltern haben sich direkt drüber geschert, was ich mache, solange meine Noten gut waren. Aber das hilft dir nur, wenn du ein Student bist. Und ist es hart mit einem Job? Sicher. Ja, wir schieben uns gegenseitig die Arbeiten zu und so weiter und so fort. Ein Erwachsener zu sein ist echt hart. Aber irgendwie macht's auch Spaß. Es ist schön, dass ich weiß, dass es etwas gibt, was ich gut kann. Das ist so erniedrigend.
Okay. Für uns ist es auf jeden Fall gut, dass wir einen weiteren Rank up haben mit Level 3. Wir haben jetzt über Essen geredet. Entschuldigung, nicht heute. Vielleicht das nächste Mal. Ich muss irgendwo noch einen Stopp einlegen. Stell sicher, dass du schnell wieder nach Hause kommst. Yo, okay. Und da wollen wieder Leute was von mir. Wie immer. Ja, Yukiko schon wieder. Ich entscheide das später, okay? Ach, Besuche auch, okay. Hey Mango! Hello Mango, Mango hello, hello Mango. Mango, Mango, hello. So, was machen wir als nächstes? Social Link. Wir haben Yosuke auf Level 4, Yukiko auf Level 4. Wir haben Doshima auf Level 4. Dann gehen wir jetzt zu Chie. Außer Marie ist da. Genau. Also schauen wir erstmal, ob Marie da ist. Und Marie ist nicht da. Okay. Dann gehen wir zu Chie. Können wir von hier zum Roof? Ja, sehr schön. Ja! Time with Chie. Von Level 3 auf Level 4. Dann willst du uns trainieren? Ja, anscheinend schon. Nun, für heute sind wir, glaube ich, fertig. Es ist Chie. Was machst du da? Takeshi! Nun, ich trainiere. Ja. Wann wirst du denn zum King of the Hill? Was? That's not it! King of the Hill? Was soll das denn? Achso, im Kindergarten warst die Runt Gang? In der Grundschule warst du in der Alley of Justice? In der Mittelschule waren die Vanguards of the Lunch Revolution, oder? Und was ist jetzt? Bist du der Beschützer der Erde, der Weltfriedens? Nun... Hör auf, sie so zu belästigen. Hey, was sagst du da? Oh, ich meinte es nicht so. Ich bin Takeshi Kuono. Ich war mit Chi zusammen bis zur Mittelschule. Ich werde mich nicht zwischen euch beide stellen. Wait! Hey, warte, was sagst du? Oh, wie geht's denn Yukiko? Hat sie schon einen Freund? Ihr geht's gut und nein, ich glaube nicht. Oh, verstehe. Cool, cool. Ist sie immer noch gut aussehend? Vielleicht sollte ich es nochmal versuchen bei ihr. Wow, was ist das denn für ein Arsch? Ich sehe dich später. Sag doch Hi zu Yukiko von mir. Was ist das für ein Arsch? Wow. Was ist das denn wieder für ein... Ich bin ein Idiot. Dann versuchen wir... Okay. Oh, geht das? Ja. Was? Oh, Willst du Sparing betreiben? Ey, mach nicht so eine Angst. Ich halte mich nicht zurück, weißt du? Es tut mir leid, er ist wirklich ein Arsch, oder? Wirklich, er starrt die ganze Zeit auf Yukiko. Ey, versteh mich nicht falsch. Er ist nichts als ein alter Klassenkamerad von mir. Wir waren nur Freunde, weißt du? Naja.
Und Rang 4. Und wir bekommen eine neue Fähigkeit, den Eisboost. Aber sie kann nicht mehr. Also Strength des Ice Attack bei 25% ist natürlich gut. Was haben wir dafür weg? Das ist die Frage. Ich denke, ich hau... Ach, was hau ich denn dafür weg? Da ist eine Chance auch von Panik mit dabei, da nicht. Dann nehmen wir den Assault Dive weg und nehmen wir den Eisboost dafür rein. Da. Aber es ist alles in der Vergangenheit. Lass uns nach Hause gehen. Okay. See you later. Welcome back. Ja, Hallöchen. Oh, der. Okay, wieder voll von Essen. Das ist schön. Aber... Oh, in einem Tag sind schön durch, ey. Wir lernen. Wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir lernen. Wo kriege ich denn mein Zeug eigentlich? Das ist eine gute Frage. Sehr schön. Ja! To Expert! So, jetzt können wir einen weiteren Social Link starten. Bei Margaret in der... im Velvet Room können wir nun einen neuen Social Link starten. Dann gehen wir mal gleich mal rein. Oh, siehst du auch noch was? Huh? Nein, ich wollte nicht mit dir ausgehen. Warum komme ich? Also. Ja, etwas schaut irgendwie anders aus. Du siehst nicht Igor oder Marie irgendwo. Oh. Ja, oh. Excuse me. Do you have any business here? Entschuldigung, aber hast du irgendwas hier zu tun? As you can see, my master is currently away. Du sehen kannst, ist mein Meister momentan nicht da. If your errand isn't urgent, I regret to ask that you come back late. Wenn es nicht wichtig ist, dann würde ich sagen, du kommst vielleicht spät. No, that won't do. Nein, das wird's nicht. This room is bound tightly to your fate. Nothing here happens without a reason. Dieser Raum ist gebunden, ist sehr eng mit deinem Schicksal verbunden. Nichts passiert hier ohne einen Grund. There must be meaning in our meeting here alone. Es muss einen Grund geben, warum wir uns hier alleine treffen sollen. Welcome to the Velvet Room. Willkommen zum Velvet Room. I am Margaret. Ich bin Margaret. I am the one who rules over power, invited here after my predecessor's sudden disappearance. Und ich bin jetzt diejenige, die am Langhebel sitzt, der Macht, weil mein Meister. You may be the first person who has ever been welcomed here by someone other than my master. Du bist vielleicht die erste Person hier, die jemals von jemand anderem willkommen geheißen wurde hier aus, abgesehen, also der nicht der Meister ist. The Velvet Room is inseparable from the heart of its invited guest. Ja, ja. The shape of the room and its residence are selected by my master, based on the number of guests and their destiny. Ja, das Aussehen dieses Raums und die Residenten darin sind ausgewählt von meinem Meister. Basierend auf den Nummern der Gäste und ihrem Bestimmung. Können wir reden? I feel that is what I'm called to do. Ich fühle mich, als müssten wir das tun. Okay. Und schon haben wir dieses Band gekriegt. Eine neue Person, eine neue Arcana. Social Link. Und zwar die Empress Arcana. Es sieht so aus, als hättest du schon verschiedene Social Links. Ja, deine Bänder werden sich da schon... Okay. Ja, ich verstehe es. Ich habe mich entschieden.
Okay. Es gibt etwas, was ich von dir wissen will. Du bist der erste Gast, immer den ich hier willkommen heiße. Ich glaube, wir sind irgendwie speziell zu ihnen. Okay. Na gut. Ich möchte mehr über dich wissen. Als erstes denke ich, solltest du mir deine seltene Persona-Fähigkeit zeigen. Lass mich sehen. Zeig mir einen Ippon Dotara, der Sukukayam kann. Ach, sie will, dass ich bestimmte Personas erstelle. Ist das dann quasi der Rank-Up dann bei ihr, oder wie soll ich das verstehen? Ja. Okay, bei ihr geht das also quasi nur über die Persona-Fusionen. Damit ich dann das quasi bekomme. Hab ich die Sukukaya-Persona von ihr nicht? Nee, habe ich nicht. Okay. Gut, da muss ich mir den noch machen. Gut, das ist also so zu machen. Das ist auch in Ordnung. So, dann... wenn das nur so klappt... Das ist natürlich die Frage, könnte ich den jetzt gleich noch erstellen? Aber nochmal diese Persona zu machen... schon. Achso. Bei Level, damit ich das dann gleich hinkriege. Auf der Level 17 mindestens. Schauen wir mal, ob man die Sukukaya machen können. Nee, können wir gar nicht, weil wir sie bei mir sie nicht mal erstellen können. Aber. Kriegst du doch hier. Das Level, damit es nicht so lang dauert. Da ist nur Tarukaya dabei. Okay. Make Ipondot. Slith und Archangel zum Beispiel. Na gut, machen wir irgendwann anders. Das ist jetzt in Ordnung. Dann machen wir eine andere Persona. Dann hätten wir Nanako, aber gut, die mache ich sowieso nebenbei. Dann wären die Fellow Athletes dran, falls die da sind. Als sie da sind. Ja, sind sie. Aha. Ja, machen wir. Okay, sind das alle? Gute Neuigkeiten, ihr bekommt einen Teammanager. Ja, ihr könnt mir später danken. Stell dich mal für alle vor. Teammanager. Ai Ebihara. Ai Ebihara. Also eine Teammanagerin. Ah, da gehen sie gleich wieder ab, die Jungs. Gut, dann kannst du ja von hier aus übernehmen. Ich werde jetzt nach Hause gehen. What?
Ich sag's euch ganz direkt, ich werde keinen einzigen Finger für dieses Team berühren. Ja, ich werde mir sicherlich keine Gedanken machen über einen Haufen verschwitzten Kerlen. Wow. Was? Aber warum hast du dann... Ich habe zu viele Schultage verpasst. Aber sie werden mich, ja, in die Klasse aufsteigen lassen, wenn ich ein Team manage. Aber glaubt nur nicht, dass ich irgendwie etwas für euer Team tun wird. Für die meiste Zeit werde ich mal hier sein. Nun, ich sehe euch oder vielleicht auch nicht. Wow, was für ein Schwachsinn. Warum das denn überhaupt? Oh, also wird sie nicht unsere Kleidung waschen? Warum gibst du denn so viel Respekt? Sie sind selben Alter wie wir. Ey, lass mich doch wenigstens in Ruhe mit ihr fantasieren, oder? Nein! Mein Gott. Aha. Hey Daisuke, denkst du, du würdest mit so einer Frau ausgehen wie ihr? Nicht in einer Million Jahre. Wirklich? Ja, sie hat vielleicht Probleme, aber denkst du nicht, dass sie irgendwie heiß ist? Girls annoy me. Nein, Mädchen machen, ja, turnen mich eher ab. Machen sie das? Und wie ist es dann mit Jungs? Los, sag's uns. Hast du nicht ein paar Mädels gedatet in der Mittelschule? Ah, ich verstehe, du hast nun höhere Standards, hä? Es muss echt toll sein, so populär zu sein, dass du jedes Mädchen bekommen kannst, das du willst. Uns, wir normalen Typen, können das wahrscheinlich nicht verstehen. Alter. Hey, man. Hey, wie auch immer, Mädchen sind doch wirklich nervig, oder Hiroshi? Ich glaube ja. Ich muss ja das sagen, was er hören will. Ah, du verstehst, woher ich komme. Ja, aber das. Die Mädels reden nicht mal mit mir. Aber sie kommen immer und fragen mich zum Ausgehen. Was wissen sie denn schon über mich? Ey, seid ihr jetzt fertig hier? Das letzte Mal, genau dasselbe wie letztes Mal, oder? Ein bisschen mehr Übung und dann machen wir sauber. Lass uns loslegen. Ja, klar, machen wir. Und damit haben wir den letzten Rang auch hier erreicht, Rang 4. Alright, let's go home. You're back. Ja, ich bin zu Hause. Oh, ja, ich habe endlich mein Ding bekommen. Medical Kit. Und der Preissticker, sehr schön. Wundervoll. So, die sind fertig. Dann ernten wir die mal schnell. Oh, alle beiden helfen mir. Schön. They look good. Hey, sie sehen richtig gut aus. Great vegetables. Okay. Ja, wir haben immer noch Tomatensamen. Die werden wir auch gleich wieder einpflanzen. Well. I'm excited to see them come in. So, gut, dann speichern wir hier und für heute soll es das auch gewesen sein. Ja, heute gab es sehr viele Social Links, wir haben aber auch wieder eine Rettung gemacht. Wir haben jemanden gerettet mit Kanji und haben
gleich mal auch noch seine Persona erweckt und alles drum und dran. Also ein durchaus erfolgreicher kleiner Stream heute. Ja, dann haben wir morgen wieder The Last of Us Remastered. Am Samstag dann mein so sehr geliebtes Metal Gear Solid. Und am Sonntag haben wir dann wieder eine längere Streaming-Session mit Persona 4 Golden. So ist das Ganze. Ja, schauen wir mal kurz. Ist niemand online? Nicht? Auch okay. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Streams oder in einem meiner anderen YouTube-Videos wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Später eine gute Nacht. Und auch mal vielleicht einen schönen Abend. Je nachdem. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin würde ich mal sagen, auf Wiedersehen.